So fertig ausgeruht. Was gehen wir an? Wir müssen. Mach mal. Wir machen zuerst die Viana. Vaiana, so. So, dann ab zum Boot. So. Zum ersten Mal sind wir jetzt am Strand hier unten. Es sieht schon cool aus. Sieht schon cool aus. Und wo ist ihr Boot? Da vorne, oder was? Da komme ich nicht weiter. Hä, wo ist sie? Komme ich da durch? 14,5. Ja. Ich krieg nur die Kleinen weg. Und ich komme da jetzt nicht durch. So, nehmen wir mit. Okay. So, dann versuchen wir auf der anderen Seite runterzukommen. Mini. Ach, schade, und ich kann nicht mit ihr interagieren. Weil das wäre so cool gewesen. So, hier soll ich runter. Da ist noch eine Truhe, die nehmen wir auch mit. So. Was kriege ich jetzt eigentlich von den Kleinen hier? Ah, Sand ist das. Okay. Okay. So, bitteschön, was willst du denn von mir? Siehst du, es ist beschädigt, aber der Rumpf ist in Ordnung. Ich bin sicher, wir können es reparieren. Danach können wir fischen und um die Insel segeln und vielleicht etwas erkunden. Das klingt fantastisch. Ich bin froh, dass du mich begleiten willst. Alles, was ich hier gesehen habe, ist so seltsam. Und wunderbar. Wer weiß schon, welche anderen fantastischen Orte sich hinter dem Ozeanhorizont verbergen. Orte, die wir finden können, sobald wir das Boot repariert haben. Okay, was brauchen wir dazu? Weichholz, Faser. Ist das hier Faser wahrscheinlich, oder? Nee, Alge. Rosa. Ach so, das muss ich alles sammeln. Kann ich die Sachen hier alle zerstören? Nee. Oha. Da liegt eine Seite. Eine neue Erinnerung. Ich bin unter einem Baum eingeschlafen. Als ich aufwachte, konnte ich mich nicht bewegen. Lila Ranken hatten mich überwuchert. Ihre Dornen schmerzten. Aber sie konnten mich nicht so verletzen wie die Einsamkeit, also riss ich mich los. Ah. So. Dann machen wir hier ein bisschen frei. Oh no, mein Inventar ist voll. Okay, dann einmal nach oben. Dann braucht man Weichholz. Da müsste ja eigentlich was in der Truhe sein. Faser müsste man machen können. Und was sind rosa Hortensien? Sammeln. Blumen. Rosa. Okay, die sind dann eher am Strand unten. Okay. So. Nee, hier nicht. Auf der anderen Seite sind die. Hier, Weichholz. Ach so, muss ich was wegpacken? Nee. Habe ich nichts. Okay, warte, dann mache ich hier schnell das auf. Hellbraune Chino-Shorts. Und?
spitze, herunterhängender Schnurrbart. Ja, klar, natürlich. Den werden wir uns reinhauen. So, das müssen wir rübernehmen, sonst haben wir hier eh nichts. Bis auf das, das kann ich jetzt hier rübergeben. Warte, dann machen wir hier. Die Samen kommen rein. Essen, das können wir alles. So, das haben wir hier rein. Warte mal, Dreamlight. Raumscherbe. Können wir hier noch irgendwas reingeben? Warte, das Essen haue ich jetzt auch da rein. Hier ist auch noch... Wieso lässt sich das nicht stacken? Verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Eine Weißrute Hortensie. Okay. Das heißt, Weichholz, wir müssen eh weiter sammeln. Faser kann ich herstellen. Oder... Faser. Wie viel brauche ich jetzt? 50 Stück Faser. Das heißt, ich brauche Algen. So, jetzt aber. Auframmt. Ich habe noch zu wenig Faser. Das heißt, ich muss eh fischen gehen. Okay. So, wenn wir aber jetzt schon hier sind, dann sprechen wir mit ihm. Oh, oh, hallo. So, das ist mit großer Macht. Ori, einige Dorfbewohner machen sich Sorgen. Unsere Erinnerungen verblassen allmählich. Wir befürchten, dass sich das Vergessen wiederholt. Ach, was ist das alles doch für ein großes, magisches Schlamassel? Es ist das Werk eines dunklen Wesens. Es ist durch ein Portal verschwunden. Oh, verflixt und zugenäht. Ein dunkles Wesen, was durch Portale geht, das muss der Grund sein, warum die Flüche an so vielen Orten erscheinen. Wenn wir verhindern wollen, dass sich das Vergessen wiederholt, müssen wir alles über die Situation in Erfahrung bringen. Was los ist, wer dafür verantwortlich ist und wie es geschieht. Womit soll ich anfangen? Am Strand gibt es ein paar versteckte Grotten. Du solltest sie erforschen. Als das Tal im Chaos versank, verfluchte die Meerhexe in einer Grotte am Meer. Erflüchtete die Hexe in eine Grotte am Meer. Sie ist wahrscheinlich in der Grotte, die du auf der Nordseite des Strandes gesehen hast. Untersuche die Grotte und finde sie. Wie ich Ursula kenne, hat sie immer ein paar Geheimnisse parat, die sie bereit ist, gegen etwas zu tauschen. Und jetzt lauf! Okay. Da geht aber die Story weiter. Ich will aber noch gar nicht die Story weitermachen. Ich mache zuerst hier weiter. So. Dann, wo ist denn der Goofy? Goofy, du kannst wieder mit mir fischen, wenn du magst. Warte, das heben wir wieder auf. Fischen mal ein bisschen zusammen. Schön, dich zu sehen. Habe ich dir heute schon irgendwas gegeben? Das habe ich alles nicht. Aber lass uns abhängen. So, komm, geh mal angeln. Einen Wels. Ey, Mini ist da. Sie sieht uns jetzt dabei zu. Jetzt ist sie wieder weg. Ein
Regenbogenforelle. Hat er Alge? Okay. Achso, so weit komme ich nicht. Okay, dann gehen wir hier rüber. So. Wieder eine Regenbogenforelle. So, warte. Wie komme ich denn da am besten ran? Warte, ich gehe da jetzt einmal durch. Und hier liegt Holz, das nehmen wir mit. Und dann so rauf. Apropos, wir könnten ja auch versuchen, am Meer zu fischen. Einen Barsch. So, komm, gehen wir nach unten. Mal schauen, ob es hier Angelstellen gibt. Ja, da sehe ich schon die erste. Einen Hering. So, haben wir sonst noch? Das ist auch eine Alge. Nehmen wir mit. Kann ich auch aufheben. Da liegt noch eine Seite. Eine Erinnerung. Manchmal blicke ich auf den Ozean und denke darüber nach, über das Tal hinauszureisen. Ich könnte eine ganz neue Welt entdecken. So. Ein Königsfisch. So. Das sind die blauen. Wir haben viel zu tun. Das werden die sein, die ich brauche, oder? Ah, verdammt, mein Lager, mein Inventar ist schon wieder voll. Warte, da ist noch eine Alge. Das kann ich alles nicht. Doch, kann ich noch mitnehmen, die Muschel? Was ist das? Kann ich nicht aufheben. Blaubeeren. Muschel? Was ist das? Okay. Habe ich jetzt einen Hering? Königsfisch? Hering. Wollte er nicht einen Hering? Warte. Reden. Ich habe was für dich. Hering. Tsching. Das gefällt mir, Kumpel. So, lass uns später abhängen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. So. Und pack mal die Angel weg. Nee, wegpacken. So, aber dass sie nicht schneller laufen kann. So, warte. Ich brauche ja auch Fischbrötchen und solche Sachen. So, ich brauche Faser. Mit 5, das müsste passen. Okay, das haben wir. Weichholz müssen wir sammeln. Das müsste auch... Liegt hier hinten was? Jawohl. Dann Fischbrötchen wollte der Mickey. So. Kann ich mit Weizen alleine Brot machen? Das sind nur Cracker. Okay, dann warte mal. Dann hauen wir mal. Wie komme ich da? So. Wenn ich jetzt sage, einen Fisch und Weizen, was kriege ich daraus? Achso, ich habe keinen Platz. Verdammt. Warte. Dann öffnen wir das mal. Gepolsterter Stuhl mit Algenmuster. Okay, danke. So, dann hauen wir hier wieder alles rein zum Essen. Gut, dann
Können wir nichts reinhauen. Kann ich jetzt... Warte, ich hau jetzt nur mal eine Muschel rein. Also das ist mein Verlauf. Okay, okay. Was? Achso, unnötige Zutat. Okay, Meeresfrüchte, Aperitif. Okay, warte, ein Fisch und ein Weizen. Ein Fischbrötchen. Okay, warte, warte, warte. Ich hau jetzt... Ich habe so wenig Platz. Ich weiß nicht, wie viel das ich von dem brauche. Aber warte mal, ich habe doch noch eine Truhe drinnen im... Wo ist sie denn? Hier. Ja, die packt man hier hin. Dann haue ich hier noch die Essenssachen rein. So. Übertragen. Zack, zack, zack. Wie viel Fischbrötchen wollt ihr haben? 2 Stück. Okay, dann machen wir nochmal. Ein Fisch mit Weizen. Zack. Und Rohkost. Wie habe ich Rohkost hinbekommen? Noch schnell. Da, Rohkost. So. Gemüse muss ich da reingeben. Ein Apfel geht das nicht. Aber hier. Wie viel wollte er da haben? Warte, muss ich schauen. 5 Stück. Oh, verdammt. Okay. Rohkost. So. Zwei Stück. 3 Stück. 4 Stück. Und ich hoffe, ich habe noch eines Platz. Jawohl. Dann können wir nämlich das auch gleich abgeben. So. Aha. Es lässt sich sogar stacken. Das hat sich auch stacken gelassen. Okay, dann können wir das auf jeden Fall mal abgeben. Und Weichholz, das muss ich jetzt so farmen. So, hier bist du. Wir geben. Hey du! Wow, sieh dir das ganze Essen an. Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Bis bald! Genau, dann machen wir das. Warte, ich muss hart Weichholz sammeln. Warte, warte, warte. Ah, hier liegt so viel. Ah, da wo Mini immer ist, oder was? Da willst du es machen? Hallo, du! Oh, ich glaube, Mini würde das lieben. Den Himmel, das Gras... Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir nicht sicher, dass sie dich gerne als Freundin hätte. Ach, sie fehlt mir. Miki, ich glaube, da passiert etwas. Hä? Wow! Ist das Mini? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen. Worry, Minnie ist nicht verschwunden. Was ist los? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Minnie zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Danke, Kumpel. Bitte. So. Warte. Okay, die sind dann eh alle gesperrt. Okay, wir machen das jetzt mal fertig.
Aber wie bringe ich das Streamlet zu ihm? So, Weichholz. Hier ist voll viel gewesen. Genau, das nehmen wir jetzt alles mit. 30 Stück brauche ich. Sehr schön, ist sich ausgegangen. Jetzt holen wir noch die rosa Patenzien. So, rosa. Das müsste die sein. Ja. Nehmen wir alles mit. Haben wir Banane, Sonnenblumen sind auch da. Das ist neu. Das machen wir auf. Das kriegen wir noch nicht weg. Was Neues? Was war das Herstellungsrezept? Okay, schauen wir mal. Hier ist nichts mehr. Warte mal, war das jetzt beim Kochen? Was ist das? Sammlung? Nee, das war hier nicht dabei. Wo kriege ich denn die Sachen? Gerichte? Wo habe ich denn das? Hier ist... Aha, das... Das ist ein Zauber. Oha, oha. Da ist jetzt einiges drinnen. Boah, wie schön. Okay, ich brauche noch auf jeden Fall zwei so rosa Kadenzien. Wir müssen drüben runter. Also ich habe keinen Platz mehr im Inventar fast. Geld habe ich auch. Dafür keines, dass ich das Inventar erweitern kann. Ich habe nur zwei. Okay. Ist das so eine? Ja, und dann müsste das hier auch eine sein. Okay, so, dann können wir... Körbe. Jetzt muss ich das alles herstellen. Okay, warte, ich bin am Weg. Drei rustikale Holzkisten. So. Okay, noch ist Abend. So, drei Körbe. Waren das drei Seile? Vier Seile. Und dann drei. Okay. Vier Seile. Drei Körbe. Und da waren drei. So. Und hier haben wir Dreamlet. So. Ja, aber das Dreamlet habe ich ja nicht in meinem Inventar. Verstehe ich nicht. Okay. So, warte. Hey, hier drüben. Hier müssen wir runter. So,
So, wir treffen sie jetzt am kaputten Boot. Okay. Hallo. Wir geben. Dann reparier mal. Alright, das ist perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich werde es reparieren und anschließend mit dem Fischen beginnen. Sieh beim Boot vorbei, wenn du kannst. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Was? Entschuldigung. Okay, Bayana fährt regelmäßig aufs Meer hinaus und fängt für dich Fische. Cool. Schau oft beim Fischerboot vorbei, um dir die Fänge zu holen. Verbessere das Boot, damit es leistungsfähiger wird. Ah. Ja, wie sehe ich das dann, wann sie rausfährt? Eine Truhe. Komme ich da rüber? Ja. Was ist denn das? Also ich muss Vajana den seltsamen Gegenstand geben. Okay, ja, ja, alles mit Ruhe, alles mit Ruhe. So. Oh, hi. Kann ich bei dir nichts machen? Oh je, schau, wie der zittert. Hi. Möchtest du Blaubeeren? Möchtest keine Blaubeeren? Da ist noch eine Seite. Ich stehe gerne am Strand und schaue auf dem Horizont und frage mich, welche neuen Freunde vielleicht in meine Richtung segeln, während ich warte. Aha. So, wo ist sie jetzt? Oh, hey, Kumpel. Hi. Oh je, der hat Angst. Ich möchte nichts tun. Ich komme ganz vorsichtig auf dich zu. Ich gehe wieder weg. Kannst wieder rauskommen. Magst du eine Banane? Hallo, ich tu dir nichts. Ich will ihm etwas geben. Der dreht sich immer weg von mir. Hallo. Muss ich dranbleiben, um ihm zu zeigen, dass ich ihm nichts tue? Oh, hi. Möchtest du eine Banane? Wieso? Du magst auch keine Banane? Okay. So, jetzt muss ich Vajana suchen. Wo ist sie denn? Okay, sie geht drüben runter. So. Hallo, kleiner Hase. Hase?
Hi. Hallo. Möchtest du spielen, kleiner Mann? Mag er nicht. Okay, vielleicht hätte ich ihm einen Salat geben sollen. Ich hoffe, sie ist jetzt noch hier. Da ist sie. Hallo. Hast du das Ding gefunden, das aus dem Boot gefallen ist? Hier, bitteschön. Es ist wunderschön. Wow, das ist es. Ich schätze, es ist eine Art Scherbe. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Das ist seltsam. Nun, ich werde sie vorerst sicher aufbewahren, bis wir wissen, was wir damit machen. Ich werde versuchen, einige Informationen darüber zu sammeln. Vergiss nicht, auf dem Boot nachzusehen. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Bye. Warte mal. Sehe ich das? Da drüben. Ist ein Laden? Oh. Hä? Was ist da gestanden? Daisy? Steht ja alles unter Wasser. Also die ist nicht echt. Jetzt dachte ich schon. Hallo? Also da komme ich nicht weiter raus. Okay, so. Die sind alle noch gesperrt. Okay. Du musst jemanden finden, der gut darin ist, Dinge zu reparieren. Sprich mit Goofy. Okay, da ist er schon und sprech mal mit ihm. Wie geht's dir heute? Wir haben ein geheimnisvolles Paddel gefunden. Hey, du! Du hast ein beschädigtes bloß am Strand gefunden. Hui, darf ich dir helfen, es zu reparieren, Ori? Ich glaube, das wäre lustig. Natürlich will ich deine Hilfe, Goofy. Du weißt so viel darüber, wie man Dinge repariert. Ach, was soll's. Ich gebe mein Bestes. Ich kann mich nicht erinnern, hier schon mal ein Floß gesehen zu haben. Ich schätze, die Flut muss es angespült haben. Da fällt mir ein, dass ich neulich jemanden auf dem Meer singen gehört habe. Sie hatte eine wirklich schöne Stimme. Ich hoffe, sie hat da draußen keinen Schiffbruch erlitten. Wenn wir dieses Floß reparieren können, dann kann ich diejenigen retten, der auf dem Meer verschollen ist. Das ging großartig. Ich glaube, ich weiß genau, was wir brauchen. Etwas Hartholzseile, Lehm und einige Eisenbarren. Du findest Hartholz im Wald der Tapferkeit und Lehm auf der Lichtung des Vertrauens. Bitte was? Bitte was? Du musst etwas gegen diese Riesennachtdornen unternehmen, bevor du das beschädigte Floß reparieren kannst. Wir sehen uns! Was? Ich hab wirklich Glück! Meine Nachbarn sind toll! Er will jetzt tatsächlich, dass ich hier rübergehe. Lichtung des Vertrauens und... Wo hat er noch gesagt? Wald der Tapferkeit.
Eigentlich will ich das noch gar nicht. Ich muss ja erstmal hier alles zusammenräumen. Und so. Ich frage mich, was Goofy gerade vorhat. Mein Lager ist schon wieder voll. Okay. Dann gehen wir das noch schnell entleeren. Weil die hier möchte ich dann gern unten haben. Die Vajana und vielleicht kommt da Maui. Ja, ich glaube Maui heißt er jetzt. Auch hier hin. Und dann muss ich noch schauen, dass ich so ein 3-Sterne-Rezept irgendwie hinkriege. Haben wir hier irgendwas? Aha, da habe ich wieder was zum Öffnen. Das wollte ich nicht, aber okay. Ein weißes Eichenspülbecken. Ah, da war noch eines. Kurze, schwarze, gelbe Sporthose. Okay. So, alles Rinder. Und dann werden wir hier noch die Sachen. Habe ich im Kühlschrank noch was Platz? Ja. Okay, das Essen, das muss ich jetzt alles dann mal verschenken. Und die Muscheln kommen hier noch mit rein. Okay. Was haben wir hier dann drinnen? Da kann ich nichts rüber tun. Okay. Gut. Dann ist es Abend. Wir genießen mal ein bisschen den Kamin und sehen uns dann morgen wieder.